wünsche euch einen schönen Tag und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Ja, ich mache hier gerade Urlaub in Costa Rica. Vielleicht ja, ist den einen oder anderen etwas aufgefallen, dass ich nicht im kalten Deutschland bin. Ich mache hier gerade ein bisschen Entspannungs- und Erholungsurlaub, sage ich mal. So ein bisschen runterkommen, mein Ski-Akku aufladen, sage ich mal. Einfach hier die wunderbare Natur genießen. Der Grund, warum ich jetzt hier dieses Video mache, ist, dass ich auf meine Crowdfunding-Kampagne auf startnext.com hinweisen möchte. Das möchte ich deshalb in die Wege leiten, weil ich vorhabe, in der kommenden Saison in Deutschland auf der Grundstücksfläche, die ich bewirtschaften darf, einen Folientunnel zum Beispiel zu platzieren. Ein Folientunnel der Marke FitClear, Typ 6000, in den Maßen 15 Meter Länge, 6 Meter Breite und 2,45 Meter an Höhe. Und die sind halt auch zusätzlich mit Tomatenhaken ausgesehen und die Folien haben eine Garantie von circa 15 Jahre. Und da ist halt auch mein Anliegen darauf, dass ich Tomaten, Gurken, Melonen, Auberginen in den Folientunnel einpflanzen möchte. Zusätzlich auch, dass dadurch meine Saison früher beginnen kann, weil der Folientunnel natürlich auch eine gewisse Wärme für Keimlinge und Sprösslinge gibt, sodass ich die halt auch schon viel früher vorziehen kann und dadurch auch viel früher mit der Ernte und mit dem Wachstum von den Kulturpflanzen beginnen kann. Zusätzlich würde ich auch gerne die Finanzierungssumme auch dafür verwenden, um mir neue Gartengeräte zu besorgen und eventuell auch ein Fahrrad mit zu finanzieren, weil mal der Schuppen, wie vielleicht einige von euch in dem Video das Spiel mit dem Feuer mitbekommen haben, ist leider abgebrannt. Sehr viele Gartengeräte sind dadurch auch mit zerstört worden oder abgebrannt worden. Und mein Fahrrad hat auch ziemlich stark erwischt. Also die Reifen sind abgebrannt, die Bremsen sind durchgeschmort. Und es ist halt ziemlich ärgerlich auch, weil die Versicherung nur den Schaden an der Garage und dem Schuppen generell übernimmt. Der war mitversichert. Lediglich die Gegenstände, die in dem Schuppen drin waren, zählen zur Hausratversicherung. Die haben meine Eltern halt nicht abgeschlossen. Deshalb ist es so, dass diese Sachen auch nicht ersetzt werden von der Versicherung. Und abschließend würde ich auch gerne die Summe dafür verwenden, um meine Online-Präsenz weiter aufzubauen. Ich habe schließlich vor, einen Grafikdesigner zu engagieren, der ein Logo und ein Banner für mein Projekt, also für das Peace-Projekt, erstellen soll, damit halt die Leute ein gewisses Wiedererkennungsmerkmal haben, beziehungsweise auch, wenn sie meine Logos sehen, das auch mit mir assoziieren. Das ist halt so ein Online-Marketing-Tool, sage ich mal, um einfach meine Reichweite nochmal zusätzlich zu erhöhen. Und natürlich möchte ich auch gerne meine Webseite mehr auf das Projekt verlagern, möchte es umgestalten und das auch natürlich ansprechender machen, damit halt auch neue User, neue Menschen, die halt auf das Projekt aufmerksam werden, gleich einen wunderbaren Eindruck von dem Projekt haben, sich ein bisschen auf der Webseite umschauen und sich umfassend von dem Projekt auch informieren können. Das sind die wesentlichen Punkte, wofür ich die Finanzierung gerne verwenden würde. Die komplette Finanzierungssumme, die ich mir vorgestellt habe, ist ungefähr 5.500 Euro. Und natürlich möchte ich auch ein kleines Dankeschön an die ganzen Unterstützer weitergeben. Zum Beispiel bin ich bereit, Marmelade aus meinem Obst, welches halt zur entsprechenden Saison anfällt, herzustellen und an euch auch zu verschicken, weil das natürlich auch länger haltbar ist. Und wenn ich euch frisches Obst oder Gemüse gebe, dann kann es natürlich sein, dass die halt während dem Transport verderben. Deshalb würde ich halt gerne aus dem Obst, welches gerade Saison hat, Marmelade herzustellen und es an die Unterstützer zu versenden. Zusätzlich
möchte ich an die ersten 10 Leute, die Lust haben, mich zu besuchen, einen gewissen Rundgang zu geben, indem ich euch einfach meine Anbauflächen zeige. Ihr könnt mich näher kennenlernen und ich erzähle euch auch meine Erfahrungen und das Wissen, was ich über die Permakultur weiß, würde ich euch gerne dann auch dort weitergeben. Natürlich auch, wenn ihr in der Stadt lebt, kann ich euch auch gerne Tipps geben, wie ihr gesundes Obst und Gemüse auch auf dem Balkon anbauen könnt. Ich möchte einfach einen Austausch starten, mein Wissen euch preisgeben und die Leute, die mich auch unterstützen, mit Herz und Liebe auch persönlich kennenlernen. Das ist auch noch ein Geschenk, welches ich euch dann auch geben möchte. Das war jetzt so ziemlich alles, was ich euch in diesem Informationsvideo sozusagen erzählen möchte. Wie gesagt, möchte ich diese Crowdfunding-Kampagne auch deshalb starten, weil die Permakultur für mich auch ein Herzensprojekt oder eine Herzensangelegenheit ist. Für mich gibt es nichts Schöneres, in der Natur zu leben, die frische Luft hier einzuatmen, die Wärme der Sonne, die Bäume zu betrachten, einfach zu sehen, wie Pflanzen wachsen, wie die Tiere hier leben und einfach alles in Harmonie und in Einklang der Natur ist. Und vor allem bin ich auch der Meinung, dass der Kleingärtner, der biologische Gärtner, Leute, die die Prinzipien der Permakultur anwenden, der Zukunftsjob ist für eine zukunftswürdige Lebensweise, nicht nur für uns, für mich, für unsere Kinder, sondern auch für die Enkelkinder, deren ihre Kinder und so weiter, also einfach für die nachfolgenden Generationen, damit die natürlich auch ein Leben führen können und das in Würde und in Harmonie. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video und auch meine Crowdfunding-Kampagne auf startnext.com weit verbreiten könntet, auf Facebook, auf Human Connection. Erzählt bitte von euren Freunden davon, damit einfach immer mehr Leute darauf aufmerksam werden, ich dadurch mehr Reichweite generieren kann und dadurch natürlich auch immer mehr Unterstützer sich vielleicht finden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und angenehmen Tage in Deutschland. Ich genieße hier die schönen warmen Tage hier in Costa Rica. Hab mir gestern diesen Hut besorgt. Ist wunderbar, handgemalt. Und ich genieße einfach hier die harmonische Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode bzw. im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.